Willkommen zurück, meine lieben Herrschaften, zu meinem Let's Play Imperialism. Die letzten zwei Folgen haben wir bereits einen Krieg geführt und es ist jetzt so, wir werden diesen Krieg versuchen, zu unseren Gegnern zu bringen, obwohl ein Teil der Gegner versucht, hier bei uns zu landen. Das finde ich nicht so nett von Ihnen. Aber gut soll sein. Ich habe da mein bewegliches Heer, habe ich dorthin geschickt. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig, um das aufzuhalten. Naja, schauen wir mal. Außerdem werde ich mit meinen Schiffen hier jetzt einen Beachhead in Dunlap versuchen. Schauen wir mal, was dann passiert. Dann können wir nächste Runde aus Odustan City einige Truppen abholen. Wie schauen denn die aus? Haben wir da schon ausgebessert? Ja, wir haben schon eine Light Infantry ausgebessert. Ja, was ich drauf gekommen bin, was wir auf jeden Fall tun sollten, ist das Aufrüsten der Truppen, vor allem der leichten Artillerie, die ist sehr stark. Außerdem die Scouts und die Scharfschützen, wobei ich glaube, die sind eh schon aufgerüstet. Ja, das liegt einfach daran, dass die schon viel früher aufgerüstet wurden. Das sind sehr starke Truppen. Vor allem gegen Belagerungsmaschinen. Na gut, versuchen wir das mal. Machen wir weiter. Haxaku verkauft uns Stahl. Exzellent. Wir brauchen mehr Koppen. Wir kaufen Koppen. So, wir kommen nicht nur. Schauen wir mal, ob wir sonst noch was kriegen. Nö. Ja, ich habe es befürchtet. Ja. Aber wir haben es geschafft. Wir sind in die Stadt gekommen, bevor die angreifen konnten. Und sie haben nur eine. Ha. Und sie haben nur eine Dings dabei. Das ist sehr gut. Kavallerie. Geht da mal in den grünen Bereich, wo sie nicht gleich angegriffen werden können. Unser General bleibt da mal hier stehen auf der Seite. Scharfschützen können schießen, das ist perfekt. Ha, die Artillerie ist ausgeschalten. So, nachdem die Artillerie ausgeschalten ist, schalten wir als nächstes diese Truppen hier aus. Wenn geht. Feiglinge, kommt zurück. Ja, die fliehen. Das ist mir gar nicht recht. Wenn sie fliehen, kann ich sie nicht angreifen. Mit meinen Haupt. Kanonen. Soll ich sie weiter angreifen und verfolgen und hoffen, dass ich was killen kann? Oder soll ich lieber da bleiben? Ich bleibe lieber da. Und versuche. Oh, der kann schießen auf die. Diese Scharfschützen sind super, die haben die ärgere Reichweite. So, wir versuchen das da zu töten. Dass er nicht mehr wiederkommt. Das ist relativ teuer, diese Dinger zu bauen. Und deswegen macht es Sinn, die
zu erledigen. Es macht weniger Sinn, sie in die Flucht zu schlagen, weil dadurch kriegen sie nur Erfahrung und sie können sich wieder heilen. Das heißt, wenn dann Units zerstören und wenn dann eher die teuren Units zerstören. Also die Artillerien und ähnliches. So, der nächste Angriff. Es sind gleich mehrere Angriffe offensichtlich. Okay. Der hat so eine Artillerie. Puh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die müssen wir auf jeden Fall ausschalten, bevor wir irgendwas anderes machen. Nein, wieso kann er nicht schießen? Ah, ärgerlich. Ich hoffe, die können wir jetzt mit dem einen Schuss ausschalten. Ich fürchte nicht, nein, ich habe es befürchtet. Der Kampf wird sicher nicht so gut laufen. Schickt man die vor. Das Kanonenfutter. Ausgezeichnet. Ah, Gebiete. Kann der schießen auf einen von denen? Nö. Bleibt stehen. So, seht ihr, genau deswegen habe ich diesen Scout mit. Der kann abgeschossen werden. Im schlimmsten Fall. Und jetzt rennt er wieder zurück, weil er feig ist. Take this. Oh, mein General wird ihn mal ein wenig bearbeiten und ihr kümmert euch um diese elenden Artillerien. Wir haben gesagt, die gehören zerstört. Und genau das machen wir auch. So, es sind alle hinüber. Hey, das ist gut. Das heißt, in Wirklichkeit können wir das den Computer machen lassen. Ah, 4 Units verloren. Ausgezeichnet. So, wir haben hier eine Artillerie gekillt. Das ist gut von Ordun. Wir haben von Deneb zwei Artilleries gekillt und zwei Regulars. Die sind großartig. Und unsere eigenen Truppen haben hoffentlich einen Haufen Erfahrung abgekriegt. So ist es. Kommt nur her, ihr Schwämme. Und wir haben 3 Stahl gekauft. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Einen Raider haben wir auch. So, du hast eigentlich nichts mehr zu tun. Aber ich behalte dich trotzdem, weil ich erwarte mir, erstens einmal können wir irgendwann mal Öl erforschen. Da gibt es diese ganzen Ölgebiete, also die ganzen Wüsten, die könnten Öl besitzen. Ja, du bist hier. So, da machen wir. Auch ein Depot, damit Ulza auch Teil unseres Landes wird. Ach weh. Machen wir nur ein Depot? Oder machen wir einen Port? Wir machen einen Port natürlich.
So, diese Schiffe bleiben alle da, das ist gut. Das heißt, wir werden mit denen auch da bleiben. Das macht sowieso Sinn, weil die sollen sowieso heilen. Der fährt hierher. So, ihr. Ja, ich bin so dumm, ich habe glaube ich nur drei Waffen gebaut. Ich würde ganz gern das da aufrüsten, aber das geht natürlich nicht. Dann rüsten wir einen von den Grenadieren auf. Dann müssten wir nächste Runde noch eine Artillerie aufrüsten können. So, wir haben hier einen Punkt gebaut. Wir könnten rein theoretisch hier anlanden versuchen. Das werden wir machen. Wir nehmen mit die Scharfschützen. Wir haben gerade gesehen, die sind absolut ausgezeichnet im Kampf gegen sowas. Wir nehmen mit die bewegliche Artillerie. Wir nehmen mit den General Nona. Und ich würde auch noch die ausgerüsteten. Ausgerüstete Infanterie und noch ein paar andere Infanterie. Auch noch einen Scout, was soll's. Zwei Scouts. So, versuchen wir das mal. Ob man. Das geht sicher aus. Hätten wir vielleicht sogar noch mehr mitnehmen können. Schauen wir mal, ob wir noch jemanden rüber schicken können. Schicken wir noch diese Regulars rüber, weil die sind relativ. Der zweite General, das muss da natürlich. Schauen wir mal, ob wir die auch noch hier kriegen. Our ships in the landing zone would only support a force of 24. Force of size 23 is already. Ah, okay, gut. Das heißt, wir haben vorhin eher zufällig mehr oder weniger eh das Maximum. Wir werden schauen, ob der 1 nur ist, der Regular, weil dann schicken wir den auch noch rüber. Ich glaube zwar nicht, dass der nur 1 ist. Ah, doch, ist er. Gut. Die bleiben hier stehen und beschützen Odustan City. Gut, das ist unsere Kampfhandlung. Jetzt schauen wir mal, was wir da haben. Hey, mehr Bretter, das ist gut. Mehr Bretter ist immer gut. Nein, wir brauchen kein Heer, wir bauen nämlich nur. Wir werden nur zwei zum Meistern machen. Einfach deshalb, weil wir werden uns da einen behalten, falls wir nächstes Mal doch noch irgendwas ausbauen. Na, gib Pfeif drauf, alles zu meistern, umwandeln. Wir brauchen Arbeitskräfte. Arbeitskräfte. Wir haben da nur drei. Sogar eins weniger bauen und dafür da eine Waffe mehr. Wir brauchen Waffen, um unser Heer weiter auszurüsten im Kampf gegen diese bösartigen Typen. Ich hoffe, Haxako verkauft noch mehr von dem Zeug.
Ah ja, wir brauchen auch mehr Leute. Bilden wir noch einmal drei aus. So, das passt auch, glaube ich. Ja, Holz und Kohle haben wir mehr als genug. Was wir vor allem brauchen, ist Eisen. Ah, das wäre super, wenn wir ein bisschen Eisen irgendwo kriegen würden. Aber denkst du, das gibt es natürlich nicht für uns. Jeder hasst uns. Keiner von den Gegenden, die wir versucht haben, zu uns zu bringen, also in keiner, wo wir jetzt da eine Botschaft haben, gibt es Eisen. Das ist unglaublich. Ich finde das nicht richtig. So, ich hoffe, sie greifen Hurschen nicht an, unsere Kolonie. Das sollte ich vielleicht nicht so sagen, der Computer hört sicher mit. Na gut. Haxaku braucht sein ganzes Stahl nicht. Ich bin sehr glücklich darüber. Wir brauchen nämlich alles Stahl, was wir kriegen können. So, nein, ich lasse nicht den Computer aufstellen, weil ich möchte es so stellen, dass wir dann gleich ziehen und töten können. Wir stellen die Scharfschützen in die erste Reihe. Und diese Typen direkt dahinter. Die Pferde stelle ich im Normalfall alles so zusammen. Und wir haben da noch den General. So, wir haben drei bewegliche Artillerien, das ist gut. Ja, er hat hier drei Artillerien, das heißt, er kann dreimal auf uns schießen. Wir lassen einmal auf diese Dings schießen. Was haben wir zweimal schießen lassen? Riskante Sache. Jetzt haben wir mal die geschossen. Die untere schwere Artillerie. Jetzt hat die kleine Artillerie geschossen. Glaube ich. Jetzt stellen wir nochmal da her. Der geht daher. Und päppelt ihn wieder auf. Normalerweise müsste er, ja, was müsste er erreichen? Das leider nicht. Schießen wir mal da drauf. Sehr gut, diese Artillerie schießt nicht mehr. So, das war die letzte Artillerie. Oh. Die können auch schon schießen. Artillerie, oh shit. Die können nicht weit genug schießen. Nein! Er kann noch einmal zurückschießen. Das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Wow. Und zurück. Ach weh. So. Diese Infanterie hätten wir. Diese Kavallerie hätten wir. Diese Artillerie ist tot. So, jetzt sind eigentlich fast alle hinüber. Ja, der kann nicht mehr schießen, schade.
Worauf kannst du schießen? Frage ich mich gerade. Wieso kannst du dich nicht. Ach so, ha, da ist ja noch einer. Meine Güte, ich bin so dumm. Oh, da ist ja noch einer, der schießen kann. Arg. So, der hat sich nicht zurückziehen können. Gut. Schießen wir auf den. So, schauen wir mal, ob wir den noch erledigen können. Nö, doof. Na gut, das lassen wir den Computer fertig machen. So, our garrison in Dunlap is attacked. Ja, das darfst du machen. Ich hoffe, da kommt nicht mehr allzu viel. Puh, aber noch immer zwei von diesen komischen Artillerien. Das gefällt mir gar nicht. Feiglinge, kommt zurück. Okay. Ich hätte vielleicht doch nicht den Computer das machen lassen sollen. Oh, okay, er konnte nicht mehr schießen. Ärgerlich. So ist es gut. Flieht, ihr Narren. Mal schauen. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Wir haben keinen von seinen mehr erledigt. Aber wir haben ihn zumindest zurückgeschlagen. Okay, wir haben hier außerdem ein Schiff versenkt. Das ist gut. So, wir haben hier einen Beachhead. Das ist ausgezeichnet. Wir haben gar nicht einmal so schwer was abgekriegt. Die leichte Artillerie leider. Aber gut, soll sein. Das ist ausgezeichnet. Ausgezeichnet läuft das. Als nächstes, wenn wir die Hauptstadt versuchen anzugreifen, dann sind wir Ordun zumindest mal los, weil sobald wir die Hauptstadt erobert haben, war es das mit dem Gegner. Your Excellency, due to your wise policies, we had enjoyed the greatest influence over the minor nation of monks. Ja, das mag schon sein, aber wir waren nie die Hauptdings von denen, weil die haben uns gehasst. Ich glaube, die haben es von irgendjemand anderem abgenommen. Ach so. Heißt das, in Langs haben sie auch schon eine. Ach ja, bauen wir da weiter aus in Zinlo. Gut, soll sein.
Ihr bleibt weiter da und erholt euch. Ihr ebenfalls. So, ihr seid wichtig. Und zwar, wir werden diese Artillerie aufrüsten. Okay, den kann man nicht aufrüsten. Ich möchte so viele wie möglich schnell aufrüsten. So, ihr bleibt mal hier und erholt euch. Jetzt haben wir dieses Gebiet erobert. Das ist absolut perfekt, weil erstens einmal haben wir da sogar schon ein Vorstehen. Zweitens haben wir hier einen wunderschönen Hafen, weil Ordun doof ist und seine Sachen über den Hafen transportiert. Wir haben die Wirtschaft von Ordun jetzt ziemlich geschwächt mit diesem Schlag. Ihr seht, die haben hier diese Gebiete, da haben sie zwei Depots. Noch ein Depot und noch ein Depot. Vier Depots haben wir auf diese Art und Weise ausgeschalten und einen Hafen, mit dem, das wir Dunlop eingenommen haben. Wir haben sämtliche Holzlieferungen nach Hause fast abgeschnitten bei denen. Dieses Depot funktioniert halt noch. Ich meine, da haben sie noch immer einen Haufen Depots, die funktionieren, aber es ist doch, also es ist nicht nur das, was hier in dem Gebiet ist nicht mehr verfügbar für sie, sondern auch vieles, was in den Nachbargebieten verfügbar war, nicht mehr verfügbar. Und ich hoffe, sie haben jetzt doch einiges an Problemen, um das so zu halten. So, wir schauen uns mal euch an. Ihr schaut eigentlich relativ gut noch aus. Da ist Ordun. Wir werden jetzt vielleicht sogar den Hafen blockieren von denen. Durch die Blockade vom Hafen können sie auch keine gescheiten Sachen mehr kaufen. Vielleicht können wir sogar was kapern. Das wäre super. Das würde unserer Wirtschaft echt helfen. Auf jeden Fall durch die Stadt, die wir erobert haben. Boah, die produzieren dort drei Sesseln. Wir müssen irgendwas anderes weggeben. Wir brauchen nicht so viel Essen. Weit weniger Essen brauchen wir als das. Wir brauchen nur 24 von dem. 26 und 12 von dem machen wir 13 und 11 nur. Also, ja, machen wir 12 runter. Dann haben wir. Dann können wir all dieses Zeug in die Hauptstadt transportieren. Das finde ich gut. So, wie viel ist uns übrig geblieben? Drei. Dann machen wir da eins rauf und da zwei rauf. Ausgezeichnet. Wie viele Waffen haben wir noch? Eine. Das heißt, wir wickeln die mal da aus. Das machen wir so. Da gehen wir auch rauf. Wir produzieren mehr von dem. Ja, das ist ein bisschen grausam. Unsere gesamte Stahlproduktion geht in die Waffen. Das heißt, alles, was wir hier verbrauchen an Stahl, kommt aus dem Import. Das gefällt mir gar nicht. Wir sind ziemlich abhängig von Haxako. Es wäre schön, wenn wir irgendwo Eisen erobern könnten. Vielleicht hätten wir auf das auch schauen können. Ah, falsch. Wir wären dann noch rekrutieren. Wir werden dann auch wieder anfangen herzubauen und nicht nur aufzurüsten. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. So. Also ich hoffe einfach, Haxako verkauft weiterhin Stahl. Das macht sie außerdem mögen sie mich dann mehr, wenn sie mir Stahl verkaufen können. Und um ehrlich zu sein, das wäre schon sehr wichtig, wenn zumindest Haxako und Kem mich nicht angreifen würden, wenn sie schon nicht verbündet sein wollen mit mir. Okay. Na gut, schauen wir mal, was die Blockade bringt.
Capital in danger. Your Excellency, at least one fleet stronger than our defending navy. Okay. Was haben wir da? Ah, das sind auch zwei Schippernakeln. Sollen wir trotzdem blockieren hier? Wir machen Folgendes. Die vier Blockadeschiffe blockieren. Die drei Kriegsschiffe gehen daher. Und schauen mal, ob wir unseren Hafen irgendwie schützen können. Yes, Haxako verkauft uns weiter Stahl. Ich liebe sie. Burschen bietet uns 11 Kotten. 4, 3, 5. So. Ostern Task Force und Dunlop CO4 Vessels an der. Bla 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 bla. Wir werden da angegriffen. Arg. Uah, eines unserer Schiffe ist beschädigt worden und zwar wie auch noch. Okay. Was? Was haben die da für eine Flotte? Gebiete. Oh, ich hasse es. Wartun ist ja riesig. Es wird Zeit, dass wir sie auseinandernehmen. Jetzt haben die mir meine drei Kriegsschiffe zerstört. Das gibt's ja wohl nicht. Ärgerlich. Naja, kann man auch nichts machen. Warum? Wir sind so lieb zu denen. Ja, was soll ich tun? Kann ich jetzt auch nichts machen. Muss die Hauptstadt verteidigen. Ja, Prospektor, du kannst dabei nichts machen. Der kann auch zurzeit nichts machen, soweit ich das mitgekriegt habe. Die erholen sich auch noch. Ah, das ist weg hier. Mal schauen mal, ob sie irgendwo anders anlanden. Da versuchen sie anzulanden. Das gefällt mir gar nicht. Das heißt, wir werden da jetzt drüber gehen mit unseren Truppen. Die Nachbarregion sind sie da gegangen. Ihr bleibt mal stehen. So, euch rüste ich weiter aus. Nämlich dich mal. Und dich, wenn geht. Nein, geht nicht. Zu wenig Waffen. Ihr bleibt mal stehen. Da haben sie noch mehr Häfen. Die könnten wir auch alle blockieren und umbringen und was weiß nicht, was alles machen. Boah, bist du deppert. Da sind ur viele Schiffe mittlerweile. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe ein ganz mieses Gefühl, könnte man beinahe sagen. So, Herrschaften. Ich mache meine Wirtschaftssachen außerhalb der Spielzeit. Euch wünsche ich in der Zwischenzeit einen schönen guten Abend und wir sehen uns hoffentlich bald wieder bei der nächsten Folge Let's Play Imperialism. Bis dann.